Hi Leute, hier ist High Carb Christian und in diesem Video möchte ich erläutern, warum ich wieder grüne Smoothies trinke. Ich habe mich eine sehr lange Zeit sehr, sehr strikt nach Dr. McDougall ernährt, also nach der Starch Solution, in der man ja Smoothies ab und zu als Belohnung trinken sollte, aber eben nicht jeden Tag. Und ich habe für mich herausgefunden, dass das für mich so nicht mehr funktioniert. Ich mache das weiterhin, dass ich kein Öl esse, weil ich mich total schrecklich fühle, wenn ich Öl esse. Bei grünen Smoothies ist es aber nicht so, dass ich mich schrecklich fühle, wenn ich grüne Smoothies trinke oder esse. Manche sagen ja, man soll die essen oder so. Und ich habe mich sehr strikt nach McDougall ernährt, unter anderem auch, weil ich halt die Hoffnung hatte, dass sich dadurch meine Akne sehr stark verbessern wird. Sie hat sich verbessert, sie ist noch nicht komplett weg, wie man jetzt dank meiner neuen Kamera sehen kann. Aber das habe ich auch mal zum Anlass genommen, um ein paar Sachen in meiner Ernährung zu überdenken. Und dadurch bin ich darauf gekommen, dass ich wieder grüne Smoothies trinken möchte, nämlich eigentlich jeden Tag. Es gab dafür einen ganz konkreten Auslöser, und zwar lebe ich ja momentan in den Niederlanden und ich fahre hier sehr, sehr viel Fahrrad. Die ersten 2 Monate bin ich, glaube ich, mit dem Bus zur Uni gefahren, aber ich habe mir dann überlegt, wenn ich mich morgens aufraffe und tatsächlich die 20 Kilometer von Amersfoort bis zum Campus in Utrecht mit dem Fahrrad fahre, ungefähr 55 Minuten oder so, wenn ich morgens faul bin, dann spare ich dadurch im Monat über 110 Euro. Und das war halt der finanzielle Anreiz, der dann überwogen hat, wo ich dann gesagt habe, okay, dann fahre ich halt mit dem Fahrrad. Das Problem ist aber, dass ich dadurch jetzt jeden Tag, beziehungsweise wenn ich halt zur Uni fahre, und das sind 4 bis 5 Mal die Woche, verbrenne ich jeden Tag 1000 Kilokalorien mehr. Und ich kann die einfach nicht essen. Ich kann nicht noch mehr essen. Ich esse schon so unglaublich viel. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich die Sachen einfach anders verteile. Der Vorteil von einem grünen Smoothie ist zunächst erstmal, dass man etwas trinkt und dass da Wasser drin ist. Ich vergesse oft zu trinken und ein grüner Smoothie am Tag hilft mir irgendwie, das Wasser reinzubekommen. Ich kann eher einen Smoothie trinken als ein Glas Wasser. Ich weiß auch nicht warum, es ist aber so. Und außerdem kann ich in den Smoothie noch andere Zutaten reinschummeln, die ich sonst nicht essen würde. Hanfsamen zum Beispiel, Leinsamen, Chiasamen, Nüsse, zum Beispiel Paranüsse oder so, die finde ich einfach, ich kann die so nicht essen irgendwie. Ich finde die nicht so lecker. Ich kann Mandeln so essen, aber Paranüsse kann ich halt so nicht essen. Und dadurch kann ich so einen Smoothie so konstruieren, dass der relativ viele Kalorien hat für einen Smoothie auf kleinem Raum. Und ich kann es einfach so wegtrinken. Es nimmt mir auch nicht viel Platz im Magen weg. Außerdem ist das größte Problem, das ich momentan habe, eben wie ich erläutert habe, auf genügend Kalorien zu kommen, weil ich nicht noch mehr essen kann. Aber ich will aber nicht weniger Gemüse essen, weil ich jetzt endlich mal eine Routine drin habe, wo ich für mich vernünftig viel Gemüse esse und das möchte ich beibehalten. Nur, ich kann nicht so viel Grünkohl kauen und ich kann auch nicht so viel Spinat kauen, als dass noch Platz übrig bleibt für vernünftig viel Stärke, um nicht zu verhungern, weil ich das auf Dauer nicht aushalten kann. Ich hatte das, eine Woche lang habe ich halt meinen Kalorienumsatz nicht hochgeschraubt und dann am letzten Tag bin ich in der Uni angekommen. Ich bin in der Vorlesung, habe ich richtig gemerkt, wie mein Hirn sich so abgeschaltet hat und ich dachte jetzt so, scheiße, du brauchst jetzt irgendetwas zu essen. Und ich hatte halt, ich hatte mir halt nichts mitgenommen, weil ich morgens früh los musste. Das war ein blöder Fehler. Und dann bin ich da, weil es überall in der Uni Snackautomaten gibt, bin ich zu einem Automaten gegangen und habe mir 2 Packungen Chips geholt und habe die sofort gegessen. Die waren wirklich innerhalb von 30 Sekunden weg oder so. Dann ging es mir wieder besser. Ich habe den Weg nach Hause geschafft. Aber das zeigt halt, ich muss mehr essen. Und ich kann das momentan nur so gewährleisten, indem ich halt das Gemüse nehme, was ich normalerweise esse, und das in den Smoothie packe. Zum Beispiel, dass ich meinen täglichen Grünkohlanteil oder so oder meinen täglichen Spinatanteil einfach püriere. Und den so ganz schnell weggetrunken habe, dann ist das Gemüse abgekanzelt und ich kann mich beim eigentlichen Essen dann eher auf die Stärke konzentrieren oder eher auf Hülsenfrüchte konzentrieren oder auf Brot oder auf irgendwas. Aber ich muss quasi genau das Gegenteil machen von dem, was Leute machen müssen, die abnehmen wollen. Ich muss versuchen, mehr zu essen. Ich muss versuchen, kaloriendichtere Lebensmittel zu essen. Ich will aber nicht weniger Gemüse essen. Das ist es halt. Das rate ich ja jedem, der Gewicht abnehmen möchte. Esst einfach mehr Gemüse. Stopft euch mit Gemüse voll. Und ich kann das momentan halt nur machen, indem ich sie püriere. Dieses Video wollte ich einfach mal gemacht haben, weil ich denke, dass diese Frage in irgendwelchen What I Eat in a Days bestimmt irgendwann mal aufkommen wird, warum ich wieder Smoothies esse, wenn ich doch ein Starch Solution Zusammenfassungsvideo gemacht habe, in dem nämlich gesagt habe, McDougall findet das jetzt nicht so toll. Oder ich habe ja auch ein längeres Smoothie-Video gemacht, wo ich gesagt habe, ne, kommt halt auf die Situation an. Und das ist jetzt meine Situation.
ich kann es momentan nicht anders gewährleisten, weil ich nicht mehr kauen kann. Wirklich nicht. Und jo, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert mich hier oder da unten irgendwo unter dem Video. Wenn ihr Rezepte-Videos von mir sehen wollt, wo einfach alles nur so einfach ist, so schmeißt es in den Topf und fertig, dann klickt unter mir auf die Playlist, folgt mir auf meinen anderen Social-Media-Profilen, sei es auf Tumblr oder auf Instagram. Die Links habe ich euch unten drunter gepostet und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, Leute!